Werkfragmente von Epikur 21 Prägungen entstehen auf die zuvor besprochene Art und sind fähig, immer dieselben Impulse hervorzubringen. Da sind wieder Klammern dabei. Der Text heißt entstehen auf die zuvor besprochene Art und sind fähig, dieselben hervorzubringen. Viele Prägungen, welche die Anlage habe, diese oder jene, in Klammern Impulse, diese oder jene hervorbringen zu können, werden nur durch sich selbst unfähig hervorzubringen, in Klammern einen bestimmten Impuls hervorzubringen. Nicht deswegen, weil ihr eigener Ursachenzusammenhang und jener der Atome derselbe wäre. Mit ihnen haben wir am meisten zu kämpfen und zu hadern, wenn wir sie im Vergleich mit jenen betrachten, in Ergänzung mit jenen Prägungen betrachten, die eine vom Ursprung her erschütterungsreiche Anlage haben, wie es bei allen Tieren der Fall ist. Denn überhaupt nicht wirkt bei ihnen für einige Handlungen und Dimensionen von Handlungen und Befindlichkeiten die Eigengesetzlichkeit der Atome mit, sondern die Prägungen allein enthalten bereits den gesamten oder mindestens den weitest reichenden Ursachenzusammenhang der Handlungen und nur aus ihm besitzen einige Atome erschütterungsreiche Bewegungsabläufe, nicht wegen der Unbestimmtheiten Gardens und Gar. Also auch hier wird offenbar den Bahnungen, den Repräsentationsrepräsentanten, den Signifikanten die primordiale Rolle zuerkannt, hier als Atome bezeichnen, wenn gesagt wird, denn überhaupt nicht wirkt bei ihnen für einige Handlungen, Dimensionen, Verhandlungen, Befindlichkeiten die Eigengesetzlichkeit der Atome mit, sondern die Prägungen allein enthalten bereits den gesamten oder mindestens den weitest reichenden Ursachenzusammenhang der Handlungen und nur aus ihm besitzen einige Atome erschütterungsreiche Bewegungsabläufe, nicht wegen der Unbestimmtheit ganz und gar. Das ist also die Vorwegnahme der Umdrehung bei Freud und bei Lacan eines Automatons, das erst die Sekundärfunktionen erzeugt und sie schon den Ursachenzusammenhang, der sinn- und bedeutungslos ist, zunächst bereits mitbringt und danach sich die Struktur erst ausrichtet und nicht umgekehrt.